Als wäre diese Welt, als wären die Nachrichten nicht schon der schlechten Nachrichten voll. Jeden Tag neu hören wir heute auch noch, zumindest auf den ersten Blick, schlechte Nachrichten im Evangelium. Wenn Jesus von all diesen Geschehnissen spricht, die nicht nur dunkel klingen, sondern wirklich auch finster und dunkel sind. Kommen wir deshalb in die Kirche, damit uns sowas gesagt wird? Man ist fast versucht, wenn man das im Ohr hat, aus dem Brahms-Requiem den Satz zu rufen: Wes soll ich mich trösten? Wo ist denn hier Trost? Wo werden wir denn jetzt hier aufgebaut? Wir müssen wie immer sehr genau hinhören, damit wir nicht bei dieser Oberfläche hängen bleiben. Und ich meine mit genauer hinhören und bei der Oberfläche nicht hängen bleiben, nicht, dass wir sozusagen Jesus entsorgen mit einer feinen Erklärung. Man kann das in Kommentaren nachlesen. Jesus betätigt sich hier am Ende seines Evangeliums apokalyptisch. Das heißt, das war so eine Art Modeerscheinung im damaligen Judentum, dass man aufgrund der eigenen Bedrängnisse alles in diesem Licht gesehen hat. Es geht alles einer großen Katastrophe entgegen. Das hat ja immer wieder auch Konjunktur, auch bei uns heute. Und wenn wir das so erklären, meinen wir, naja, müssen wir vielleicht nicht so ernst nehmen. Als hätte Jesus so einen schlechten Tag gehabt. Oder als wäre eine Mode seiner Zeit gefolgt, dass er am Ende auch, nachdem all dem Schönen, was er gesagt hat, am Ende auch nochmal sowas sagen muss, damit das Bild rund wird. Das verrät mehr über uns, liebe Schwestern und Brüder, als über das Evangelium, das wir gehört haben. Wir, die wir mit unserem Christentum, auch wenn wir über die Pfarreien der Zukunft nachdenken und sehen, dass das alles vielleicht gar nicht so einfach ist, wir sitzen immer noch in einer Komfortzone des Christentums. Wir sitzen in einer geheizten Kirche, wir fahren in unsere schöne Behausung und haben heute Mittag was zu essen. Christen, die nicht in dieser Komfortzone sitzen, die übrigens die Mehrheit in dieser Welt stellen, weil sie verfolgt werden wegen ihres Glaubens an Christus, hören dieses Evangelium anders. Und wir sollten uns ein bisschen anstrengen, dass wir uns in deren Lage versetzen, denn dann treffen wir den Punkt des Evangeliums. Für alle, ob sie nun verfolgt sind oder in Bedrängnis sind oder wie wir eigentlich immer noch recht verwöhnt, gilt die Aufforderung Jesu, und deshalb beschreibt er das detailliert. Bei diesen Erlebnissen, die uns auch hier möglicherweise bevorstehen, nicht hängen zu bleiben. Also über diesen Punkt von Bedrängnis, Verfolgung, von Kriegen oder Naturkatastrophen nicht dabei stehen zu bleiben, sondern weiterzusehen. Das ist ja das Plus christlichen Glaubens, dass wir mehr sehen als das, was jetzt gerade ist. Da konnten wir eh gleich einpacken. Wir sehen mehr. Und das ist nicht irgendwie eine diffuse Hoffnung oder eine Geschichtsideologie, etwa wie der Marxismus, dass man sagt, es gibt immer so eine Dialektik und da geht was unter und die nächste Stufe, das kommt ja von Hegel her, von dem Philosophen, die nächste Stufe ist dann eine nächst bessere Stufe, aber vorher muss das erstmal platt gemacht werden. Das ist ein bisschen schlicht eigentlich, diese Denkweise. Geschichte ist kein Automatismus und ist kein sich permanent entwickelnder Prozess. Nein, wir wissen als Christen, dass Geschichte von Gott her kommt und auf ihn herzuläuft. Dass unsere Zukunft, wir können es gar nicht oft genug sagen, Jesus Christus ist. Und er spricht davon. Er spricht von all den Ereignissen, bei denen wir, so ist unsere menschliche Natur, natürlich schnell hängen bleiben. Die beeindrucken uns, sie machen uns Angst, bereiten uns Sorge. Aber nicht dabei stehen bleiben. Angst und Sorge sind berechtigt, aber nicht sich dort hinein verklammern. Die das dann irgendwie in den Fernsehprogrammen, im Extrapunkt läuft. Sobald irgendwo was Schlimmes passiert ist, muss man jedem ein Mikrofon unter die Nase halten, damit man das nur ja auch ausbreitet, damit die Betroffenheit natürlich auch alle erreicht. Das ist eigentlich unmenschlich. Weitergehen, das tiefere Sehen,
den nächsten Punkt sehen, den Zielpunkt im Auge haben. Wie sollten Schwestern und Brüder, die jetzt in dieser Stunde um ihr Leben bangen müssen, um ihre Familien, um ihre Kinder bangen müssen, dass sie von irgendeiner komischen Terroristengruppe wieder massakriert oder entführt werden, wie sollen die bestehen können, wenn sie nicht tiefer sehen? Wenn wir denken an diese ägyptischen Gastarbeiter in Libyen, koptische Christen, die man dort in einem Mustervideo vorgeführt hat, um sie zu enthaupten, vor gut einem Jahr. Wie können solche Männer, als sie dort am Strand knien, bis zum letzten Atemzug, bevor ihnen die Kehle durchgeschnitten wird, noch beten, Jesus Christus ist unser Herr, Jesus Christus ist mein Herr, an ihn glaube ich. Wie ist das möglich? Es ist möglich, weil sie diese Bewegung und weil sie das Wort Jesu hier im Evangelium ernst genommen haben, weil sie wussten, das hier ist jetzt schrecklich, aber es ist auf keinen Fall das Letzte. Wir müssen das vielleicht wieder neu lernen, liebe Schwestern und Brüder. Und zwar nicht, indem wir das Martyrium suchen auf irgendeine künstliche Weise, sondern indem wir uns der Realität stellen, auch unserer Realität, aber die Realität unserer Schwestern und Brüder anderswo nicht aus dem Blick verlieren. Ich habe zunehmend den Eindruck, dass wir, wenn wir über Kirche nachdenken, wir über unser Klein-Klein hier nachdenken. Das ist so ein geistiger Schrebergarten, wenn wir über Kirche reden. Aber die Kirche, noch einmal, ist der große Organismus seit den Tagen der Apostel bis zum Tag, da Christus wiederkommt. Da die Sonne des Heiles, wie der Prophet Maleachi uns heute zugerufen hat, über uns aufgeht, auch über den Schrecknissen dieser Welt aufgeht. All das, sagt Jesus, muss geschehen. Wir fragen manchmal, warum? Es sind die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, in der wir leben. Christen haben ein schwieriges Verhältnis zur Welt. Im Moment werden wir sehr stark gepusht von allen möglichen offiziellen Stellen in der Kirche, die Welt doch nur ja zu bejahen und sie nicht abzulehnen. Ja, ich meine, wir leben in ihr, wie soll man die ablehnen? Man kann sich ja nicht einfach verabschieden. Selbst wenn ich mir in meinem kleinen Garten eine Hütte baue, hinten bei den Schwestern, kann ich mich nicht aus der Welt verabschieden. Und wenn ich dann kein Internet habe oder keine Zeitung mehr lese, bin ich immer noch drin. Was soll ich denn machen? Aber es ist eine gefallene Welt. Das glauben Christen von der ersten Seite der Bibel an. Es ist eine beschädigte Welt, die eben solche Schrecknisse hervorbringt. Es ist nicht mehr der Beginn der guten Schöpfung. Es ist ein großer Irrtum, das zu glauben. Und deshalb sind das die Konsequenzen der beschädigten Welt, der sündhaften Natur. Aber auch dabei sollen wir nicht stehen bleiben. Wenn wir an Christus glauben, ist es mehr. Und wir sollen immer die ganze Kirche im Blick haben. Gerade wir dürfen, vielleicht obwohl es ein Paradox ist, in demütiger Weise stolz sein. Gerade in unserer Kirche, denn es ist die Kirche der Märtyrer. Zu allen Zeiten, bis auf den heutigen Tag. Tausende von Märtyrern. Und wer dem Evangelium nicht glaubt, muss es sich vielleicht noch einmal vergegenwärtigen. Ihr werdet ausgeliefert werden und nehmt euch vor, nicht für eure Verteidigung zu sorgen. All das ist aber tausendfach geschehen. Mit Menschen, die wir als Heilige verehren und den ganz vielen Unzähligen, die wir gar nicht kennen. Die am Ende standhaft waren, wie jene Märtyrer, jene koptischen Christen am Strand von Libyen. Sie haben sich nichts vorgenommen, sie konnten sich nicht vorbereiten. Sie konnten nicht in einen theologischen Dialog mit diesen IS-Schergen treten. Sie konnten gar nichts sagen. Sie haben nur ein glaubendes Herz gehabt und eine Standhaftigkeit, die nicht aus uns selber kommt. Wer wollte nicht Angst haben? Wem wollte nicht das Herz hier oben herausspringen, wenn einem das Messer an die Kehle gesetzt wird? Sorgt nicht für eure Verteidigung. Ich werde da sein. Das ist das große Versprechen, liebe Schwestern und Brüder, für die ganze Kirche und jeden Einzelnen von uns. Tiefer zu sehen, selbst bei solch schrecklichen Dingen nicht stehen zu bleiben, sondern weiter zu sehen, weiter zu glauben. Und die Gegenwart Christi
ist nicht nur in solchen Momenten, sondern in einer solchen Bewegung des Glaubens fest versprochen. Und es ist nicht nur versprochen, sondern an diesen Schicksalen bewahrheitet. Vielleicht müssen wir viel mehr lesen. Man findet das auch im Internet oder in manchen Zeitungen, wenn wir diese Vereinigung, ob das Kirche in Not ist oder die Vereinigung für verfolgte Christen, wir müssen das viel mehr zur Kenntnis nehmen, wie das weltweit geschieht. Es ist nicht, dass wir uns von diesen Schrecknissen sehr beeindrucken lassen und dabei bleiben und so ein bisschen in einer Ecke Mitleid entwickeln. Es ist, dass wir selber wieder stärker zum Glauben kommen, auch wenn wir diese Situationen im Moment nicht erleiden.